Okay, Leute, ich lasse mich mal wieder blicken. Ganz kurzes Infovideo. Ihr wisst ja, ich habe hier schon mal Gold und Silber euch gezeigt. Und jetzt ist es so: heute am 26. Januar 2018 kam auch die Kristall raus. Hier, ne? Legt euch das mal hier so hin. Die könnt ihr euch für 10 Euro im eShop holen. Oder auch für einen Zehner in einem Laden, wenn ihr Glück habt, mit Hülle. Das sieht halt so aus. Ne? Ihr kennt das sicher sogar schon. Und ja, so sieht das von hinten aus. Ich habe mir das besorgt. Und ja, ab heute könnt ihr Kristall spielen. Das ist jetzt nicht so krass. Der Unterschied zu Gold und Silber ist es halt die Bonus-Edition. Die meisten wissen eh Bescheid. Ich wollte es euch mal zeigen. Und ja. Was gibt es da groß für Unterschiede? Man kann das erste Mal ein Mädchen nehmen, das ist ganz cool. Die Pokémon haben, glaube ich, Animation, ein bisschen mehr Story wegen Suicune und so. Und ja, ansonsten ist es ja fast wie Gold und Silber. Das Einzige, was in der Hülle drin ist, ist das. Da ist hier rechts der Download-Code, den müsst ihr halt freiruppeln. Und dann könnt ihr euch das im eShop auch mit dem Code holen. Hier erklären Sie das nochmal, so sieht das quasi von hinten aus. Und ja, ihr könnt euch das ja, wenn ihr wollt, für einen Zehner holen. So interessant ist es eigentlich gar nicht, außer ihr seid Shiny Hunter. Weil in dem Spiel gibt es ein Event, das gab es so gesehen noch nie. Das gab es nur per Cheat, das ist nie zu uns gekommen. Ich glaube, das gab es auch offiziell nie, das gab es generell, glaube ich, nur per Cheat. Und zwar das Celebi-Event. Ihr könnt, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, bekommt ihr wohl irgendwie einen GS-Ball und dann könnt ihr zu diesem Altar in diesem Wald, ihr wisst bestimmt, was ich meine, und da könnt ihr Shiny Celebi holen, beziehungsweise das Event bekommen. Das Celebi kommt dann und ja, ihr kennt das ja, man kann es soft resetten, bedenkt aber, die Chance ist 1 zu 8.196, müsste es glaube ich sein. Nee, 192. 8.192, glaube ich. Ja. Jetzt ist es ja 4.096, aber damals war das noch höher. Ja, also für alle Shiny Hunter, ihr könnt euch Shiny Celebi das erste Mal legal holen. Man kann es jetzt also auch online benutzen dann und so. Es ist freigeschaltet. Und ja, das ist vielleicht eine coole Sache. Ich wollte euch einfach mal, ja, mit dem Video zeigen, ich lebe noch und dran erinnern, das geht nämlich vielleicht ein bisschen unter. Ab heute gibt es Pokémon Kristall und ihr könnt euch ein Shiny Celebi holen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns. Ciao! -i.